Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von euren Charles. Ich begrüße euch zur Zusammenfassung des Leitletters XXIX auf gut Deutsch 29. Es hat bei mir ein paar Tage gedauert. Es sind jetzt, glaube ich, 3 Tage um, seitdem die Infos heraus waren, der Live-Letter. Ich habe ein bisschen damit gewartet, denn es waren ein paar Sachen, waren mir nicht so ganz klar und wir haben doch ein bisschen auch auf die offizielle Seite davon gewartet. Aber fangen wir mal an. Wie heißt das Patch? Das Patch ist 3.3, Revenge of the Horde. Wir haben einen Seitenhieb von WoW natürlich bekommen, das war zu erwarten, aber Square Enix hat natürlich hier auch auf ihre Art und Weise dazu geantwortet. Ich werde euch den Tweet dazu einblenden, genauso wie ich bei der restlichen Zusammenfassung des Letters immer wieder Videos, Fotos einblenden werde. Das heißt, guckt einfach zu, hört euch an, wie es aussieht. Ja, wir haben, wie gesagt, Revenge of the Horde. Hier schon einmal noch ein paar Bilder, die wir schon im Vorhinein eben abbekommen haben. Was wird das Erste sein natürlich? Was angekündigt wurde, ist natürlich, die Hauptgeschichte wird weitergeführt. Mittlerweile ist es so, wir haben doch einige Charakter verloren, die wir über lange Zeit, die uns begleitet haben. Ich hoffe, Square Enix quält uns nicht noch weiter mit solchen Sachen, sondern dass wir halt einfach wirklich schön weiterspielen können, ohne viele Enttäuschungen. Der Angabe laut Patch, wenn wir auch nachlesen, steht zwar drinnen, es wird der letzte Teil des Kriegs der Drache enthalten. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das auch so sein kann. In der Übersetzung steht es zwar drinnen, aber man weiß es nicht, ob es jetzt 100% vom Japanischen aufs Englische, ob es 100% übersetzt wurde. Was noch weiter geht, sind natürlich die Sidequests, die ebenso dazu kommen. Was wichtige, für mich wieder mal eine wichtige Sache ist, wir bekommen neue wilde Stämme. Die befassen sich mit Mogris und Drachen. Also wissen wir schon, wo wir hin müssen. Zu den Mogris habe ich eigentlich auch erwartet. Vielleicht hat mich SE erhört. Ist es vielleicht was für die Handwerker diesmal, für die Sammler? Man weiß es nicht. Ich hoffe es einmal. Habe eigentlich schon darauf gewartet, dass es so ähnlich ist wie bei Realm Reborn, bei die Ixal. Vielleicht schaffen wir es diesmal, dass wir eben von den Mogris die wilden Stämme für die Handwerker und Sammler bekommen. Auf was ich mich natürlich dann freue, ist natürlich auch das Reittier. Gibt sicher eines. Haben wir natürlich noch kein Foto davon, aber jeder wilde Stamm hat natürlich ein Reittier. Sidequests haben wir. Side Story Quests, sagen wir so, Hildebrand wird weiter fortgesetzt. Die Anima-Weapon wird fortgesetzt. Das ging ein bisschen unter im Patch, glaube ich, dass die Anima doch jetzt sofort auch bei 3.3 weitergeführt wird. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich irgendwo auf Reddit oder auf Twitter auch gesehen, dass die Leute darauf eingestiegen wären, dass die wirklich kapiert haben, okay, es geht auch die Anima weiter, sondern die gucken eben eher auf die anderen Sachen, die noch so passieren, wie zum Beispiel, wir haben zwei neue Dungeons dabei. Kann ich euch kurze Videoausschnitte dazu zeigen. Das erste wird sein Sor Kai, ein Teil des Hauptszenarios, also unbedingt Hauptszenario-Geschichte weiterspielen. Wenn wir antreffen werden, werden wir sehen. Und als zweiten Dungeon die Schiffsbrecherinsel Schwer. Viele hat natürlich die Krake zum Schluss genervt, das ewige Rumhüpfen, Insel hin, Retour, markiert sein, wieder wegspringen. Square Enix hat einmal, beziehungsweise die Producer haben gesagt, die Krake wird nicht kommen. Also ich hoffe mal, dass sie sich auch daran halten.
Als nächstes wird eine neue Prüfung eingeführt, wir wissen aber noch nicht, wer sie ist, inklusive Zenit der Götter, also gleich beide Versionen. Ich habe zwar Vermutung, aber ich behalte sie lieber für mich, weil sonst kriege ich vielleicht böse Kommentare für euch. Das heißt, warten wir auf die Patch Notes, die wahrscheinlich am Tag des Patches heraus sind, da wird sicher drinnen stehen, oder sie leaken es schon vorher irgendjemand. Wir werden sehen, gucken wir mal einfach, lassen wir uns überraschen. Ganz wichtiger Content, wir bekommen wieder ein Raid dazu. Die Nichtsache, ich sage mal Nichtsache Teil 2, die Stadt der Tränen, gibt schon einige Fotos, wir gucken es uns an, ich spiele euch auch die Videos auch ein. Jetzt, zu meiner Meinung nach, ein Wahnsinns-Content. Aquapolis, ganz wichtig, es ist ein Dungeon, den wir nur über Schatzkarten betreten können. Das heißt hier, das ist ein sogenannter Treasure Hunt Dungeon. Wir müssen über die Drachenlederkarte hinein. Das heißt, alle Sammler jetzt Karten horten, verkauft es nicht, macht es nicht auf, legt es euch ins Inventar zu euren Gehilfen. Und ein Tipp unter uns, wenn ihr keinen Platz mehr habt, schickt es jemanden. Packt es in ein Kuvert, schickt es jemanden. So könnt ihr extra lagern. Also verpacken, wegschicken. Und wenn es soweit ist, haben wir genug Karten zur Verfügung. Ich werde so machen. Ein paar in meiner Gilde machen so. Funktioniert wunderbar. Was erwartet uns da drinnen in Aquapolis? Wie gesagt, der Eingang wird zufällig erscheinen. Die Struktur und das Layout ist nicht zufällig. Wir werden Glück brauchen, um es zum letzten Raum zu schaffen. Und es ist eben ein Kampf und kein Sammelinhalt. Das ist ganz wichtig. Das steht da innen extra drinnen dabei. Die Gegner sind zu erledigen und wir haben tolle Materialien als Belohnung. Ja, und da ein Highlight nicht genug ist, wir bekommen das tiefe Gewölbe der Palast der Toten. Es wurde auf der PAX angekündigt. Es ist eine komplett neue Art von Inhalt. Wenn man hier tief hineingeht, wird sich die Umwelt verändern. Wie man auf den Bildern sehen kann, leuchtet dann die Waffe. Und es ist eine Waffe, die man aufwerten kann. Ich bin nicht sicher, was ich damit anfangen soll. Kann ich meine Waffe aufwerten, kriege ich eine neue. Es gibt Gegenstände, die man nur im Dungeon benutzen kann. So verändert sich die Monster. Es gibt viele interessante Sachen, wurde uns angekündigt. Aber es gibt keine besonderen Dinge, die man mit hinausnehmen können. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, was ich mit dieser Info anfangen soll. Es ist auf jeden Fall so, dass man es alleine spielen kann oder bis zu 4 Spieler. Für 4 Spieler dürft ihr ausbalanciert sein, so ist angegeben. Es wird ganz normal über Inhaltssuche zum Betreten sein. Also bin mir noch nicht sicher, was das sein wird. Das Einzige, was mir gefällt, was ich oft sage, ist auch, es gibt Checkpoints, so Autospeicherpunkte. Eben wenn man zu Boden geht, dann kann man beim letzten Punkt weiterspielen.
Können wir aber, glaube ich, auch als die Indies, weil wenn wir vipen, kommen wir ja, okay, wir kommen zwar zum Start, aber wir können ja gleich dorthin, wo wir waren. Ja, also bin mir nicht so sicher, ob die Übersetzung da zu 100% passt. Bin mir nicht sicher, ob es jetzt released wird. Es steht nämlich, wenn wir hier gucken, mit 3.5. Also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was sie uns damit sagen wollen. Ob das eben jetzt mit 3.3 oder 3.5 ist, werden wir sehen. Was für viele vielleicht, für mich nicht so interessant ist, neue Frontlines-Karte wird es geben. Wird für die Karte nur Front dazukommen, bekannt als das Feld der Ehre, die Zersprengung. Die Regeln werden ähnlich sein wie Robenholm. Das für die PvP-Spieler wurde gar nicht viel angekündigt. Also wundert mich auch ein bisschen. Jetzt was ganz Wichtiges, auf was wir alle warten. Wenn wir uns seit Ewigkeiten beschweren, mit 3.3 gibt es neue Unterkünfte und neue Features. Oh, endlich. Wir kriegen hoffentlich genug Grundstücke dazu. Es sind keine neuen Gebiete, das wissen wir schon mal. Sie haben nichts von Gebiete gesagt, sondern eben neue Unterkünfte. Was gibt es noch? Es wird dazu kommen Blumentöpfe, wo man Blumen züchten kann. Okay. Was mache ich mit der Information? Bin ich mir auch nicht so sicher. Aber nicht wirklich woraus lesen können, was es mit diesen Blumen an sich hat. Es gibt welche, die man züchten kann. Dann kann man sie kreuzen, färben. Ich habe keine Ahnung. Brauchen wir die wieder für irgendwas? Werden wir sehen. Also abwarten. Ganz nebenbei, wollen wir reingucken. Sie haben es versteckt. Neues Gear für Crafter und Gatherer. Also Handwerker und Sammler. Warum? SE, warum schreibt ihr das in einem Mini-Absatz? Ich finde, das ist gewaltig. Ja, wir wussten schon, dass es kommt zwar. Aber wir wussten ja genau jetzt. Jetzt oder mit dem Patch danach. Also mit 3.3 definitiv neues Gear für Handwerker und Sammler. Für mich mega wichtig. Hood-Display, haben sie ein bisschen was verändert? Werden wir gucken, was es genau ist. Sie haben es nicht weiter besprochen. Warten wir auf die wirklichen Patch-Notes. Da steht es drinnen, was sie beim Hood verändert hat. Und für die Raider von euch, ein Raid-Finder wird dazukommen. Also eine Raid-Suche, die es eben auch erlaubt, verschiedene Voraussetzungen zum Eintritt klarzustellen. Also eine Suche für gleichgesinnte Raider. Finde ich okay. Glaube, weiß ich nicht, ob Bedarf war, ob viele da noch geschrien haben oder so. Auf jeden Fall wird es kommen. So, im Grunde war es das, was dieses Patch 3.3 betrifft. Das ist irre viel Inhalt. Ich habe euch ein bisschen was rausgestrichen. Ich will ja nicht zu viel spoilern und jetzt ewig lang diskutieren. Das sind so diese Knackpunkte, diese wichtigen Punkte, wo wir eigentlich drauf warten. Sollte ich was vergessen haben, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Es ist kein Problem. Was kommt dazu? Final Fantasy hat eine Kollaboration mit Yo-Kai Watch. Was ist das? Das ist ein Spiel. Das kommt im Sommer hinaus. Es gibt 13 Jobs in Final Fantasy und 13 Yo-Kais. So heißen die. Ich zeige es euch hier auf die Bilder. Ebenso gibt es hier eben diese Waffen. Ich gehe jetzt, ihr seht im Video jetzt ein paar Fotos. Hier blätter ich für euch durch. Hier seht ihr diese ganzen Sachen von dieser Yo-Kai-Kollaboration.
Was für viele interessanter wird, es wird ein Reittier geben und es gibt auch Begleiter. Also Begleiter und Reittier, umgekehrt, ein Reittier, mehrere Begleiter. Das heißt, zusätzlich, denn es gibt eben Gear, Waffen, gibt es eben auch Begleiter zum Sammeln. Die Begleiter wird man einfach leichter sammeln können. Die Waffe wird schwieriger bekommen zu sein. Nicht. Wir werden uns die Waffe nicht gleich beim ersten Mal schenken, ist ganz klar. Bin ich aber, wenn ich jetzt so durchgucke, ich habe ja das hier in Papierform und ich habe es angeguckt, das Reittier ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt fliegen würde. Schaut es euch einmal selber an, ich blende es euch einmal ein. Die restlichen Sachen finde ich eigentlich relativ schick, die Waffen. Wie gesagt, ob es nur zum Glamour ist oder ob man es wirklich verwenden kann als Hauptwaffe, werden wir gucken. Geplant ist dieses Event eben für den Sommer. So, das war jetzt so ein kurzer Anriss oder Überblick der wichtigsten Dinge von dem Patch, vom Live-Letter 29 fürs Patch 3.3. Meiner Meinung nach im Moment die Community oder die Spieler ein bisschen gelangweilt. Keine Ahnung warum. Muss ehrlich zugeben, es hat mir auch schon ein bisschen jetzt gelangweilt. Ich habe lange meine Handwerk jetzt nicht mehr gegappt und meine Sammler nicht. Ich mache jetzt wieder Sachen wie Leveln und so weiter von niedrigeren Klassen, weil im Moment war ich vom Content am Ende ein bisschen enttäuscht. Ist aber ganz normal in so einem Spiel, darum gibt es solche Patches. Deswegen sehe ich eigentlich zuversichtlich zum Patch 3.3. Gibt da wirklich gute Inhalte? Schreibt es mir, was ihr dazu sagt. Somit bedanke ich mich. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Zusammenfassung. Somit verabschiede ich mich. Ein Tschüss von mir und ein Tschüss vom Charles. Bis zum nächsten Mal.